Die Bilder des Monats September. Heidi Schmidt in der Bergstadt Schneeberg, Sachgebietsleiterin Tourismus und Wirtschaftsförderung, hat am 3. September mit einem großen Schlüssel ein Holztor geöffnet. Das gehört zum Besucherbergwerk Gesellschafter Abzugsrösche in Lindenau. Nach zweijähriger Bau- und Sanierungszeit ist es mit dem symbolischen Aufschließen wieder für die Öffentlichkeit freigegeben. Zu finden ist das Besucherbergwerk ganz in der Nähe des Siebenschlehener Pochwerks. Nachdem Marcel Koch, Geschäftsführer der Kliniken G GmbH und ihrer drei Tochtergesellschaften, das fristgerecht bis zum 30. August erarbeitete Sanierungskonzept dem Aufsichtsrat und am 4. September den Kreistag vorgestellt hat, gab er am 5. September der Presseauskunft. Er verkündete: Um die betriebswirtschaftliche Situation nachhaltig zu verbessern und so die Krankenversorgung in der Region auch in den kommenden Jahren sicherstellen zu können, sieht der Sanierungsplan mehr als 50 Maßnahmen vor. Ein besonderer Tag war der 5. September im alten Pflegeheim Gut Glesberg in Schneeberg. Gerd C., Chef der Alpaka Ranch in Bockau, und Eva aus Baden-Württemberg, die dort ein freiwilliges ökologisches Jahr absolviert, waren mit zwei Vierbeinern ins Gut Glesberg gekommen. Die Frauen und Männer genossen voller Lebensfreude die Begegnung mit den Tieren. 30 Jahre Verbraucherschutzzentrale in Aue. Nach drei Jahrzehnten Verbraucherschutz im Erzgebirgskreis wurde am 12. September bei einem kleinen Festakt ein Resümee gezogen. Mehr als 130.000 Menschen aus der Region hat das Team um Simone Wold in den vergangenen 30 Jahren geholfen. Wenn die Fristen für Verjährung, Widerruf oder Kündigung näher rücken, ist es gut, wenn man jemanden mit erfahrener Fachexpertise und Hartnäckigkeit an der Seite hat. Das Gesundheitszentrum Schneeberg ist im September um eine Fachrichtung reicher. Am 13. des Monats wurde von Dr. Med. Jerin Retzmann die neu angesiedelte Praxis für Zahnheilkunde, Zahnarztpraxis Herzlich, eröffnet. Das Erzgebirge war in diesem Jahr gleich zweimal das Zentrum der Klöppelwelt. Nachdem Schwarzenberg im April Gastgeber des 40. Klöppelspitzenkongresses des Deutschen Klöppelverbandes war, lockten am 2. Septemberwochenende die 35. Annaberger Klöppeltage hunderte Besucher aus nah und fern in die Region. Besonders erwähnenswert ist die Verleihung der Goldenen Spitze für das Lebenswerk an Bärbel Plätscherer aus Zschorlau. Die Laudatio hielt Ilona Meyer, die das Lebenswerk von Bärbel Plätscherer würdigte und ihre bedeutende Rolle in der Klöppelkunst und Gemeinschaft hervorhob. Die drei Sieger des Wettbewerbes um die schönste Kleingartenanlage im Erzgebirgskreis wurden am 20. September bei einer Auszeichnungsveranstaltung im Landratsamt Erzgebirgskreis in Annaberg-Buchholz geehrt. Über den dritten Platz freute sich die Kleingartenanlage Gute Hoffnung Börnichen. Platz 2 belegte die Kleingartensparte Rote Mühle Schwarzenberg. Den ersten Platz sprach die Jury dem Gartenverein Am Greifenstein Ehrenfriedersdorf zu. Die Auszeichnung wird seit 2010 vergeben. Der Wettbewerb 2024 war die fünfte Auflage. Das Europäische Blasmusikfestival in Aue-Bad Schlema konnte vom 20. bis 22. September erneut begeistern. Mittlerweile gehört es zu den führenden Blasmusikfestivals weltweit. Eine Einschätzung, die Barbara Klepsch so getroffen hat. Die sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus war zum Festauftakt in Aue-Bad Schlema mit dabei. Das Festival lockt jährlich tausende Besucher aus ganz Europa ins Erzgebirge. Wer am ersten Abend mit dabei war, hörte, wie Moderator Mario Unger-Reißmann zu Beginn 44 Konzerte den musikalischen Auftakt nicht mitgerechnet ankündigte. Außerdem gehören zwei Festumzüge zum Programm. Am
Am Wochenende vom 21. und 22. September wurde erneut in einer im Erzgebirge einzigartigen Kombination der Erzgebirgische Pferdetag und Zwönitzer Erntedank gefeiert. Auf die Besucher warteten an diesem liebevoll gestalteten Festwochenende zahlreiche Programmpunkte und Attraktionen. Der Höhepunkt ist alljährlich der Festumzug am Sonntag. Das Hotel am Bühl in Eibenstock eröffnete am 26. September seine neue Indoor-Spielwelt, die geheime Welt der Bühlmaus. 570.000 Euro wurden in die Attraktion investiert. 75% des Investitionsvolumens wurden durch den Freistaat Sachsens im Rahmen der Förderrichtlinie nachhaltiger Ganzjahrestourismus gefördert. Nach einer Bauzeit von 9 Monaten steht die Indoor-Welt mit Beginn der Herbstferien in Sachsen für Hotelgäste sowie im späteren Verlauf auch für externe Gäste offen. In Schlössel wurde am 30. September die neue Brücke über das Jöstädter Schwarzwasser technisch abgenommen und für den Verkehr freigegeben. Die Mitglieder der IG Pressnitztalbahn sehen im Brückenneubau ein bedeutendes Infrastrukturprojekt für ihre Museumsbahn.